Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es soll uns heute um eine Kreativbox gehen. Genau, von Upgrade ist die nämlich. Ich wurde angefragt, ob ich die nicht mal testen möchte. Das mache ich sehr gerne. So Kreativboxen gibt es im Internet tatsächlich so als Abo. Das heißt, man kann entweder eine Box an sich kaufen, man kann aber auch ein 3-Monats-Abo abschließen, man kann 6 Monate, 12 Monate, und dann kriegt man jeden Monat eine Kreativbox mit Kreativmaterial zugeschickt, die so zusammengestellt ist, dass man im Prinzip gleich loslegen kann und kreativ werden kann. Ich habe mich hier für eine entschieden aus der Vergangenheit. Das ist jetzt nicht die aktuellste, sondern das ist die März-Version. Das mache ich gleich auf und zeige euch, was drin ist. Und genau, so funktioniert das. Und das ist tatsächlich ziemlich cool, weil die Boxen voll sind mit ganz vielen coolen Kreativmaterialien. Und es sind auch oft Materialien dabei, die man irgendwie vielleicht noch gar nicht kennt oder die jetzt nicht so im Kreativgeschäft um die Ecke irgendwie in der Auslage liegen. Von daher ziemlich cool. Ja, in meiner Insta-Story habe ich gezeigt, oder zeige ich heute, wenn jetzt das Video rauskommt, das Unpacking im Prinzip. Ich habe es jetzt hier schon aufgemacht und auch schon ausgepackt, die Box an sich. Hier habt ihr dann nochmal, also hier ist es die Upgrade Number 7. Und hier seht ihr dann nochmal die Produkte, die in der Kreativbox enthalten sind, in der Übersicht. Das ist nochmal ganz cool, wenn man nochmal was nachlesen möchte. Da, genau, das beiseite. Und dann gibt es auch gleich Papier mit dazu. Das ist hier so Markerpapier. Ein bisschen dünner, aber sehr glatt. Wirklich richtig cool auf jeden Fall. Hier sind jetzt nochmal so kleine, eine Postkarte, Sticker. Ja, genau. Dann war eine Sharpie, so eine Pencil, so ein Pencil-Case. Ja, kann man dann die Stifte dann alle da reinmachen. Sehr praktisch. Und auch hier den Druckbleistift, den habe ich schon ausgepackt. Das ist der hier. Wir machen aber gleich noch Projekte, in denen ich euch die Materialien nochmal genauer zeige. Ansonsten haben wir Fineliner. Wir haben 2 wasserfeste Fineliner von Centropen. Dann haben wir 3 Sharpies. Einmal gelben Marker, dann einen schwarzen Marker und ein super Feintipp. Ein Fineliner in Stärke, das sehe ich jetzt hier gerade gar nicht. Müsste ich auf den Zettel gucken. Dann nochmal hier für den Druckbleistift. Die Wechselminen. Es gibt noch einen Marker mit dazu. Und wir haben hier Brush Pens, und zwar die von Artline Supreme. Die habe ich tatsächlich so auch noch nicht ausgetestet. Von daher freue ich mich darauf, die auch einmal zu benutzen. Und kann euch ja sagen, ja, was mit denen so los ist. Genau. Anhand von 2 Projekten zeige ich euch jetzt einfach, wie ich die Materialien einsetze. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar mit dem Bleistift habe ich auf dem Papier, was auch schon in der Kreativbox enthalten ist, vorgezeichnet, weil das Ziel soll es natürlich sein, dass man mit der Kreativbox, die man bekommt, damit schon direkt loslegen kann, ohne jetzt vielleicht direkt auch anderes Material zu verwenden. Das zweite Projekt, was ich gleich mache, da nehme ich dann Aquarellpapier für mein eigenes, einfach um nochmal ein bisschen mehr, ja, nochmal eine andere Technik mit reinzubringen. Ich starte mal mit dem Artline Supreme Brush Marker und schreibe mir jetzt einfach mal hier das Wort Stern nach. Letterings habe ich jetzt mit den Sharpies umgesetzt, mit Gelb ausgemalt. Den Fine Point habe ich zum Lettern benutzt und nochmal den Ultra Fine Point, einfach hier noch um ein paar kleine Details mit hinzuzufügen. Genau, das war jetzt das Projekt auf jeden Fall dazu, und ich zeige euch jetzt noch ein anderes. Das habe ich auch schon mal vorbereitet mit dem Bleistift hier, mit dem habe ich das vorskizziert. Diesmal benutze ich aber Aquarellpapier. Das ist in der Box nicht mit dabei. Einige haben das aber sicherlich zu Hause. Kann man auch ganz einfach nachmachen. Ich gehe hier mit meinem knetbaren Radiergummi einmal über meine Bleistiftlinien rüber, damit man die jetzt hier nicht mehr so doll sieht. Ich nehme mir jetzt noch Wasser und einen Pinsel mit hinzu, weil ich jetzt gerne die Artline Supreme Brush Marker, die möchte ich jetzt hier, Water-Based Ink, die möchte ich jetzt gerne Wasser vermalen, um einfach hier noch einen schönen Kranz zu zaubern, um auch nochmal zu zeigen, was man mit
ja, den Materialien ja, einfach noch machen kann. Von innen heraus habe ich auf meine Blüten jetzt hier den Rosaton aufgetragen und Lila gebe ich hier noch so ein bisschen in die Mitte meiner Blüte, um einfach noch einen dunkleren Akzent zu haben. Und dann kann ich tatsächlich hier einfach schön klares Wasser nehmen, meinen Pinsel und dann hier meine Farbe so schön vermalen. Mit der Kreativbox von Upgrade ist fertig. Ja, ich bin ganz begeistert. Die Artline Supreme Brushmarker, die haben auch sehr gut funktioniert. Die haben sich gut Wasser vermalen lassen. Und hier ist so ein kleines, ja, netter Blumenkranz entstanden in der analogen Farbpalette. Ne? Das ist so, wenn man sich den Farbkreis vorstellt, den 12-Farben-Farbkreis, dann liegen die drei Farben, lila, pink und blau, nebeneinander. Deswegen analoge Farbpalette, wirkt sehr harmonisch auf jeden Fall. Und ja, muss tatsächlich sagen, auch so ein kleines Fazit. Bei der Kreativbox ist einfach natürlich das Coole, dass man auf Materialien stößt, die man vielleicht sich selbst sonst nicht kaufen würde. Man kann die Sachen einfach mal ausprobieren. Man hat nicht gleich irgendwie 25 Stifte, sondern man hat erstmal irgendwie 8 und oder auch hier erstmal nur 2, 3, um sich einfach mal ranzutasten an die verschiedenen Marken auch. Finde ich super tatsächlich, um einfach herauszufinden, welche Stifte, welche Marken sind für mich geeignet, was brauche ich überhaupt, wenn ich kreativ sein möchte. Genau. Wer die Kreativbox von Upgrade einfach gerne mal ausprobieren möchte, der bekommt mit dem Gutscheincode Mädchenkunst10 einfach mal 10% Rabatt auf die bisherigen Boxen. Das steht auch noch mal in der Videobeschreibung drin, der Gutscheincode. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Und ich sage bis dahin, tschüss!